Münster, lebenswerteste Stadt der Welt. Auch für Kaninchen. Plage oder nicht? Wir haben nachgefragt. Wenn es nicht zu viele sind, stören die mich nicht. Und im Moment sind es viele, oder? Aber ich habe gar keins gesehen im Moment. da wir die Kleine gerne mal auf den Rasen setzen möchten und bei uns so. Vor der Tür sind nur Karnickelküttel. Ah, okay. Und also ich war auch mal in Australien und mittlerweile ist es hier fast wie in Australien, wo halt wirklich überall nur Karnickel rumlaufen. Ich finde es ein bisschen zu viel. Ist das denn als Plage empfinden oder einfach nur zu viel? Nee, Plage ist was anderes. Also die sind ja ganz süß und aber. Ah, okay, gut. Die sind ja schon echt. Ich weiß nicht, also ich finde es zu viel, ja. Also es ist eine auffallend große Anzahl, aber als Plage kann ich es nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Aber ich habe gehört, dass da irgendwie ein Gang zwischen dem Kreisel und dem Festland sozusagen sein soll, wo die so hinterherlaufen. Was haben Sie davon so mitbekommen? Direkt? Ja, so weiter nichts, außer dass vielleicht die Gärten ein bisschen verunstaltet worden sind. Nee, wir Münsteraner genießen die Kaninchen. Wir finden es immer schön, wenn sie alle im Kreisel sitzen. Anders. Kaninchen finde ich schön. Die können kommen und wandeln, wo sie wollen. Jederzeit. Bei uns auf dem Grundstück sind auch kleine ausgeschlüpft, das sieht niedlich aus. Ich mag Kaninchen, außerdem schmecken die ganz gut. Man hat doch schon extra was eingezäunt, damit die da nicht dran herumknabbern. Hm. Aber stört uns nicht. Ficht uns nicht an. Würde uns auch nicht ärgern. Ja, ihn auch. Tschüss.